Willkommen zu einem neuen Part von Overlord 1. Bevor ich beginne mit dem Spiel, möchte ich kurz noch ein paar Sachen loswerden. Erstens mal, es ist länger her, dass ich gespielt habe. War noch vor der Osterpause. Deswegen bitte ich zu entschuldigen, falls ich nicht wirklich gerade sofort weiß, was ich tun muss. Ruhe, den kloppe ich immer gerne weg. Ich will gerne mal schauen. Oh, 15% Verderbtheit. Jedenfalls, was auch noch ist, mein Headset hat anscheinend einen Wackelkontakt entwickelt, was ich nicht so geil finde. Kann passieren. Jedenfalls hat es einen Wackelkontakt entwickelt. Das kann gut sein, dass ich zwischendurch mal schneiden muss. Vielleicht wird es euch nicht mal kaum merklich auffallen. Ich weiß nämlich nicht, wann und wie und wo und wann es auftritt. Deswegen bitte ich euch das einfach zu entschuldigen, falls ich dann schneide. Wisst ihr einfach, okay, es hatte wieder diesen Wackelkontakt, den hat es nämlich nicht immer. Das ist nämlich... Watch. Da gibt schön hier schöne blaue Schergenenergie. Das ist... Das gefällt mir. Okay. Was haben wir denn da? Hier hinten haben wir Goldsäckchen. Die sind tot. Okay, die nicht. Aha. Okay. Was haben wir denn da? Hier haben wir die blauen. Dann nehmen wir uns doch gleich mal ein paar mit. So. Treffe ich die von hier? Nein. Von hier? Nein. Ja, von hier treffe ich die. Du bist tot. Aber von dort. Haha. Haha. Natürlich ein Genie bin ich. Hier, bleibt mal hier. Wenn ich dort nämlich hinkäme. Immer noch Käfer. Des Willen, Gottes Willen. Ey, da die schlimmer als jede Plage hier. Ja. Was ist mein Plan? Ich hätte mir gedacht, wir nehmen ein paar Rote mit noch, die wir noch mitnehmen können. Rote? Ich hätte gerne ein paar Rote noch. So viel wie ich gerade kann. Kommt mal mit, Jungs. Rote, wenn hier oben kann ich die ja hinstellen. Pop. Bewerft sie! Bewerft sie! Sehr schön. Da können wir uns dessen entledigen, ohne größere Schaden zu erleiden. Oh, so, bewerft sie! Bewerft sie! Gut macht ihr das. Ah, die kommen immer wieder. Aber es ist ja kein Ding. Blaue! Wir wollen ja nur die blauen und der Rest ist mir ja egal, solange die da beschäftigt sind, die blöden gefiederten Dreckskinder. Und meine Fresse, spawnt ihr immer wieder nach? Das ist natürlich genial. Kann man so ein bisschen so. Ich tue die schnell einzeln abkommandieren. Das ist sicher eine Schlange. Geh mir aus dem Licht, du blöde Schlange. Egal. Schlange kann mich mal. Ja, und die blöde Schlange. Ist die jetzt da auf Ewigkeiten oder was? Da hinten ist ein brauner Käfer. Ja, und für was mache ich denn sonst? Ja, ist ja egal. Da kann die da essen. Das Gute ist ja, ich kann mir hier viele blaue wieder farmen. Deswegen ist mir das ja egal. Ist eigentlich nicht die effektivste Art, das zu machen. Willkommen, Jungs. Dann
Lasse ich euch hier mal schnell in eure Freiheit. Upp. Genau, wir haben ja noch alle. Ich nehme ich noch schnell die Roten und pack die wieder in ihren Hügel rein. Weil ich keine Angst, ich kann mir hier, ich spawn ja immer wieder Käfer. Deswegen kann ich mir, ah genau, ihr könnt hier wieder reingehen. Genau. Wir nehmen uns das hier mit, das ist kein Ding. Das ist nämlich gar nicht so schlimm. Weil hier spawnen sind immer wieder Käferchen, seht ihr? Wenn ich sie mal treffen würde. Und die geben mir sehr viele Schergenenergien. Wenn sie mal da bleiben würden. Was? So. Ich darf nämlich meinen Kopf nicht zu stark bewegen, weil ich gemerkt habe, das löst das Ding aus. Egal, die Schlange ist weg. Fürs Erste. Backfest. Blöder Käfer. Du bist tot. Ja, genau. Den braunen brauchen wir auch noch ein bisschen. Mal schnell gucken, ob ich hier... Ja, du Schlangengesicht. Wüsste. Hier, friss. 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 Schlangenkopf. Ja, okay, hier müssen wir ja dann eh durch. Hier hinten ist ein... Hier wären halt Golddinger. Na du Lappen, triffst mich nicht. Ist hässlich. Und wie? Ich frage mich gerade, wie ich den überhaupt besiegen sollte. Ja, kommt da ständig raus. Hässlicher Bastard. Hätte ich den mit den Dings locken sollen, echt mit den Granatengänsen. Wer weiß. Okay, die drei Goldsäcke komme ich wohl schlecht ran. Ich hab halt nur die blauen, so wie es aussieht. Ja, ich hab mir wohl selber gerade ein Ei gelegt. So. Macht das Ding mir viel Schaden? Ich weiß es nicht mal. Vor allem, wie kam der da unten in den Boden rein? Bist du ein Wurm oder was? Boom. Naja. Ich glaube, hier kann ich vorerst nichts mehr erledigen, weil ich mir selber da ein Ei gelegt habe. Ich hätte wahrscheinlich die Granatengänse hierhin locken sollen, weil die hätten den dann wahrscheinlich kaputt gemacht. Aber mit den blauen und mir selber als Dings glaube ich nicht, dass wir stark genug sind, den zu erledigen. Und ich möchte jetzt da auch keine Experimente wagen. Wir nehmen gleich mal 20 mit von euch. Könnt ihr da doch ein bisschen kaputt hauen. Sag mal, kannst du da noch was mitnehmen? Doch, du hast was gefunden. Weil hier sind dann wieder die Zombies. Mal immer ein bisschen aufpassen. Müssen denen, die sind nämlich, sobald sie in einer Gruppe sind, sind sie stark. Das ist wie auf dem Klassenhof. Sobald sie Freunde mitgebracht haben, sind sie stärker. Komm mal hierher, Knochenkind. Könnt ihr, wenn man die so wegmacht, sind die eigentlich keine Problem. Keine Problem, genau. Kein Problem. Das wollte ich sagen. Mitkommen. So, ihr habt nur zu zweit Zeit. Das ist ja kein Ding. So, genau, seht ihr. Wenn die nur zu zweit sind oder so, ist das kein Ding. Aber sobald hier noch mehr aufstehen, ist es dann immer ein bisschen kritisch. Deswegen beschränke ich mich lieber auf 3 von denen. Dann sind sie auch schneller down und eine kleinere Herausforderung. Patsch. So. Da ist was. Komm mal mit, Zombie. Den könnt ihr verkloppen. So, tot ist er. Was haben wir da? Grüne! So, mit den Grünen könnte ich vielleicht die Schlange kaputt machen. Aber dann müsste ich natürlich so, dass sie mich nicht sehen kann, dieses blöde Schlangenkind. Ach, nee. Wir lassen die Schlange mal Schlange sein. Kann uns mal... Gehen lieber auf Nummer sicher. Nicht unnötig Schergen verlieren. Auch wenn Schergen da nicht dafür gemacht sind, verloren zu gehen. Ist ja egal. Macht ihn einfach kaputt. Blöder Zombie. Und tot ist er. So. Was haben wir denn da? Genau.
Oder hat einer hat ein Schild oder ein Schwert, was es auch immer ist. Könnt ihr gleich mal kaputt hauen. Zack, 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 zack. Sehr schön. Und down. So geht das ein bisschen schneller. Der hat eine Keule. Ein Keulenzombies. Ich weiß gar nicht, sind die stärker? Ich glaube nicht wirklich. Die können einfach stärker zuhauen. Hat einen Hut gekriegt. Gibt es denn hier irgendwo einen Teleportstein? Oder hier brauche ich die Routen? Die habe ich hier aber gar nicht automatisch gespeichert. Ich brauche hier aber... Ah, okay. Glückwunsch, Herr. Ihr habt einen neuen Dominationszauber gefunden. Geil. Mach mal kaputt hier. Wenn du noch Kohle findest, kannst du die gleich vorbeibringen. Du hast einen neuen Hut gekriegt. Das ist auch geil. Jungs. Nee. Irgendwie wollen die mir das Snap von dir? Ich hab ne Idee. Kommt mal schnell mit, Jungs. Ihr seid wohl nicht gerade die Intelligenzbestien schlechthin. Dann tue ich euch da schnell in euer Löchlein rein. Vorher macht ihr hier noch schnell alles kaputt. Seid auf dem richtigen Weg, keine Angst. Danke. So, ich tue die da schnell in ihr Loch zurück. Bis auf 5. Genau, so 5 behalte ich mir. Weil, schade, dass ich die Goldsäcke da nicht mehr holen kann. Das ist ärgerlich. Denn so kann ich die nämlich kontrollieren. Und dann kann ich die vielleicht den Bug umgehen lassen. So. Ich gehe dann nochmal hier hin. Ich verstehe. Möchtet ihr nicht? Nein. Okay, ich kann mir diesen Zauber nicht holen, weil die da verbuggt sind. Warum auch immer. Okay. Die wollen das nicht machen. Dann lassen wir den halt liegen. Ich benutze ja eh keinen Zauber. Ich brauche hier die roten. Aber hier kann ich... Habe ich ja keine roten. Deswegen kann ich hier noch gar nichts machen. Also, nee, ja. Habt ihr hier rote irgendwo gesehen? Nee, eigentlich nicht, oder? Da kann ich mir ja nicht alle... Kann ich mir noch ein paar grüne holen. Und, noch ein paar... Nein. So ein paar mitnehmen, so. Habe ich da noch ein paar. Kann ja dann jederzeit wieder verschachteln gehen. Aber ich darf den Zauber da nicht mitnehmen. Und dann dann machen wir das halt so. Wenn ich nicht darf, dann darf ich nicht. Gehen wir mal hier durch. Hier scheint das irgendwas zu laden. Das heißt, wir sind auf dem richtigen Weg. Leider habe ich mir wahrscheinlich das mit der Schlange ein bisschen vermasselt. Ah, okay, ich bin in die untere Stadt gekommen. Ah, okay, so. Okay, ich könnte ja auch jederzeit wieder zurückgehen. Eindringling. Wer ist ein Eindringling? Die Fresse. Du eigentlich. Kein besonders angenehmer Zeitgenosse. Nee, nicht wirklich. Die Stadt ist Fürst Ferdinand inzwischen völlig egal. Ich muss also diese komischen... Wart ihr bei der Zitadelle? Sie wird von fliegenden Dämonen bewacht. Na, wer seid ihr? Suchst du Streit mit mir oder was? Hier hast du. Sucht wohl Streit, der Gute. So, kommen wir nämlich hier auch rein, ohne die Straße ständig zu benutzen zu müssen. Aber wir brauchen dringend die Roten, sehe ich. Nein, nicht die aus dem Parlament, sondern die Normalroten. Danke, Lord. Seit Fürst Ferdinand von seinem letzten Kreuzzug zurückkam, ist die Stadt ins Chaos gefallen. Überall sind Zombies, angeblich auch Dämonen.
Wir mussten sogar die große Hochzeit absagen. Hat geklingelt. Irgendeine Schlampe nehme ich an. Mit großem Busen und nichts im Hirn. Hey, du bist aber nicht sehr freundlich. Ich sollte hier bleiben und mich um diese Leute kümmern. Manche davon sind total verängstigt. Das Mäuschen. Das ist ja typisch für sie. Diesen Typ Frau kenne ich. Ein dummes, kleines Bauernmädchen, das keine Ahnung hat, worauf es sich einlässt. Okay, so kommen wir nämlich wieder rein. Ferdinand inzwischen völlig egal. Hier kommen wir noch nicht durch. Ich möchte mich einfach nicht mehr an diesen Ort erinnern. Ich möchte diesen Typen hier erstmal wegmachen, der nervt mich. So. Boah. Jo, hier brauchen wir ja dann eh die Roten. Also ohne die Roten geht hier sowieso nichts. Deswegen. Aber es hat geklingelt. Ja, würde ich sagen, ich verabschiede mich hier von euch. Dann machen wir im nächsten Part weiter und erkunden mal die schöne Stadt. Und bis dahin sage ich Peace, ich bin draußen. Auf Wiedersehen.